Okay. So. Dann schaue ich jetzt mal schnell nach, was das heißt. Blunt. Stumpfe Waffen. Okay. Gut, dann haben wir das auch. Dann vertagen wir mal. Wir haben 6 Punkte. Das heißt, da brauche ich nicht viel rechnen. Zerstörung bekommt 3. Langschwert bekommt 2. Und Axt bekommt einer. Major Skills, da bekommt Thaumaturgy, also Wunderwirken, bekommt hier 3 Punkte. Dann Hand to Hand bekommt 2 Punkte. Und Alteration war, glaube ich, Veränderung, bekommt einen Punkt. So, dann, also ich mache das jetzt wirklich strikt nach einer Logik, die ich mir gerade hier selbst zusammengesetzt habe. Bitte wundert euch nicht. Und vielleicht ist es euch auch langweilig, dann tut es mir leid. Wobei, ich sollte mich auch nicht für meinen eigenen Charakter entschuldigen, aber dann überspringt diese Videos einfach und fertig. So, dann haben wir hier 0,5 mal 4, das sind 2 Punkte für Kurzschwert. Haben wir hier unten. Und dann haben wir noch 2 Punkte für Heilung. Wir haben einen Punkt für Archery, dann haben wir noch einen Punkt, den haben wir in Illusion rein. So. Fertig. Player Reflexes determine the overall speed of the game. If you pick very high reflexes, the monsters will ma move and attack quickly. Forcing you to be quick with the controls. Very low reflexes means the monsters will move and attack slowly, allowing you to adapt a more cautious, thoughtful playstyle. Your character will advance a little slower with a slower reflex setting and will advance a little faster with a higher reflex setting. Okay. Die Spielerreflexe hängen davon ab, über die allgemeine Geschwindigkeit des Spiels. Wenn wir eine sehr hohe Reflexe auswählen, dann werden die Monster schneller bewegen, schneller angreifen. Und wir müssen die Kontrollen schneller mit den Kontrollen zurechtkommen. Sehr langsame Reflexe bedeuten, dass die Monster sehr langsam sich bewegen, sehr langsam angreifen. Und was heißt das schon wieder? Cautious. Und wir bekommen einen sehr vorsichtigen und bedenkten Spielstil. Der Charakter wird sich langsam bewegen, wenn wir einen langsamen Reflex auswählen und schneller, wenn wir einen schnelleren Reflex auswählen. Also wir bleiben bei durchschnittlich. So, der Name Winder. Jo, das sind unsere Dinge. Das lassen wir natürlich so. Wir könnten hier jetzt noch mal ein bisschen was ändern wollen wir nicht. Wir starten. Hundred years after Tiber Septim's reign, the beginning will meet the end, and the bloody circle will close in the Empire of Tamriel. The unworthy heirs of the Septim dynasty have allowed the bonds of the Empire to weaken and crack. Uriel Septim, the seventh, cannot repair what his ancestors ignored. The provinces fight among themselves like neglected children, drunk with rebellion. One indomitable power hides itself, but not forever. Der imperiale Palast. Der Sitz des Kaisers Urals Septim der Siebte. Mitternacht. Excuse the gloom, but none may know of this meeting. The nature of my trouble is darker still. Over a year ago, King Lysandus of Daggerfall died honorably on the field of battle. He was as loyal a subject, ally, and friend as you are. I did grieve for him. But his spirit does not rest.
With a spectral army, he haunts his former kingdom, crying for revenge. I do not know why a good and loyal man would be so cursed. Perhaps you can find the answer and close the marble jaws of oblivion, bringing peace to his soul. I ask this as your emperor. I have one lesser request. Several years ago, I wrote a letter to the Queen of Daggerfall. It never arrived. The letter was of a sentimental and personal nature. If you find and destroy that letter, I will be grateful. Now, my champion, rest well this night, for tomorrow you sail for the kingdom of Daggerfall. Okay, ich habe da jetzt nicht viel verstanden, nur irgendwie, dass ein Freund des Kaisers gestorben ist. Er war ein mächtiger Magier und seiner Seele müssen wir jetzt Frieden bringen, irgendwie sowas. Und einen persönlichen Brief, den er zur Königin von Daggerfall geschickt hat, der Kaiser, und den sollen wir auch zerstören. Naja. You wake and look around the room. Some hours ago you were in a boat on route to Daggerfall. When a storm of supernatural strength mauled over the Ilaic Bay like a malefic creature. Your boat was destroyed, but you managed to swim through the churning water to a promontory rock. Natürlich haben wir das geschafft, wir sind Agonia. There you found a cave and escaped the fury of the storm. You had only just lit a small fire when a mudslide sealed you within. Your fear of being buried alive calmed when you show the corridor leading out of this cavern. Perhaps there is a way out of this cave after all. Once free of the cave, you can begin the Emperor's Quest. Ich glaube, wir sind immer noch dieselbe Person wie beim ersten Teil. Das kann nicht sein, sonst hätten wir ja... Nee, wir sind ein neuer jemand, ein Freund des Königs vermutlich. Ich weiß nicht, ob wir dieselbe Person sind. Wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hätte ich gesagt, wir suchen uns was aus und werden der gleiche wie vorher nochmal. Naja. Also kurz auf Deutsch, wir sind aufgewacht und schauen uns um. Ein paar Stunden ist es, vor ein paar Stunden noch waren wir in einem Boot auf dem Weg nach Daggerfall, als ein Sturm übernatürlicher Kraft unser Schiff erwischte, Malefic? Wie eine böse Kreatur. Das Boot wurde zerstört, aber wir haben es geschafft, an einen Fels zu schwimmen. Das heißt Journey. Journey heißt aufgewühlt. Im aufgewühlten Wasser. Dort haben wir eine Höhle gefunden, in der wir uns vor dem Sturm retten konnten. Wir haben nur ein kleines Feuer, aber Batzleit. Murenabgang. Ein Muren. Also wir hatten ein kleines Feuer, als ein Murenabgang irgendwie daher gesegelt kam. Unsere Angst davor, lebendig beerdigt zu werden, wurde größer, als wir einen Korridor fanden, der möglicherweise aus der Höhle rausführt. Vielleicht können wir diese Höhle nach alledem immer noch verlassen. Sobald wir aus der Höhle frei wären, könnten wir den Auftrag des Kaisers erfüllen. The Elder Scrolls Daggerfall has a tutorial that can be active during the game. It runs throughout this first dungeon and for a short time afterward.
Do you want to use this tutorial? Natürlich. Also die Elder Scrolls Daggerfall hat ein Tutorial, das benutzt werden kann während des Spiels. Es begleitet uns während des ersten Dungeons und eine kleine Zeit danach. Wollen wir das Tutorial aktivieren? Ja, natürlich. Tutorial Lesson 1. The very first thing you want to do is experiment with moving your character around. Don't worry about monsters. There are none in this first room. When this text clears, move the cursor around on the screen. You'll see it change shape. Hold down the left mouse button and watch what happens. If you are using the view-based interface, it will change where you are looking. Hind, the closer the arrow is to the edge of the screen, the faster you will move. Das kennen wir von Arena schon, das habe ich ungefähr in der letzten zwei Aufnahmen herausgefunden. Folge 200 ungefähr. I'll be back in about 1 minute to tell you about arming yourself and fighting monsters. Wahrscheinlich ist es wirklich exakt wie Arena aufgebaut, nur mit einer kleinen, etwas besseren Grafik und so weiter. Okay. Wahrscheinlich haben sie einfach Arena genommen und das Spiel weiterentwickelt und haben gesagt, ja, das Grundspiel ist schon fertig, wir müssen dieses jetzt nur verbessern. Und haben sich für die Verbesserungen, die Erweiterungen, die Zeit genommen, für die man ein ganzes Spiel entwickelt normalerweise. Kann ich mir durchaus vorstellen. Also Tutorial 1. Das erste, was wir tun sollten, ist mit der Bewegung unseres Charakters zu experimentieren. Wir brauchen keine Angst haben, im ersten Raum sind keine Monster. Wenn der Text hier weg ist, dann sollten wir mit der Maus hier einfach mal herumfahren und er wird seine Form ändern. Wir sollen einfach mal linke Maus drücken, wahrscheinlich sind es dann wieder die Pfeile, die wir von Arena her schon kennen. Und schauen, was passiert. Wenn wir das sichtbasierte Interface benutzen, dann ändert sich auch, wohin wir sehen. Tipp, je näher der Pfeil zum Rand kommt, desto schneller bewegen wir uns. Das Tutorial meldet sich in einer Minute wieder, wenn wir uns erklärt uns, wie wir uns ausrüsten und gegen Monster kämpfen. Okay. Es sieht schon cool aus. Wir sind hier in der Höhle, unser kleines Feuer ist hier. Boah, also es sieht grafisch wirklich viel besser aus. Das ist ein Kompass. Das ist Lagerfeuer. Ich glaube, ich mache mir noch ein paar Cycles. Oh, das war jetzt nicht sehr gut. Ich weiß nicht, wie man das wieder deaktiviert. Mach mit F11? Nein, okay. Tutorial Lesson 2. Before you brave the deaths of Privateer's Hold, you will want to arm yourself. Either click on the back icon inventory or press the F6 key. Clicking on the weapon puts it on into your hand. Now you are able to draw your weapon. Click on the exit button to go back to the game. Hind, you can have two weapons equipped. Press the H key to switch back and forth between them. Click yes to continue, no to cancel the tutorial. Okay, also Tutorial 2, bevor wir diese Höhle erkunden sollen, sollten wir uns vorher ausrüsten. Wir können das machen, indem wir auf das Taschen-Icon klicken, das ist unser Inventar, oder F6 drücken. Auf eine Waffe zu klicken, wird sie in unserer Hand ausrüsten und nun sind wir... wenn wir auf das Waffensymbol drücken, dann haben wir die Waffe in der Hand, die wir ausgerüstet haben und das können wir dann machen. Wenn wir auf Exit drücken, dann sind wir zurück im Spiel. Tipp, wenn du kannst zwei Waffen ausrüsten, drücke die H-Taste, um zwischen den beiden zu wechseln. Klicke Yes, wenn du mit dem Tutorial weitermachen willst, oder 9, um das Tutorial zu beenden. Wir drücken mal Ja. Hier ist die Tasche. Tasche. Ah. Cool. Zweihandstab. Ich weiß nicht, was das ist. Weapons and Armor, Magic Items.
Okay. Clothing and... Ah, Moment mal. Hier. Info. Ein Eisensäbel. 1 bis 10 Schadenspunkte. Ist noch relativ neu. Wiegt 3,75 Kilogramm. Das hier. Ein Eisenkatana. 1 bis 4. Das ist das, was wir uns aufgehoben haben. Ein Eisen... Ja, Eisenkatana. 1 bis 14 Schadenspunkte. Relativ neu. Wiegt nur 2,5 Kilo. Was ist das hier? Ein, ach, das ist der Silberstab. 1 bis 8 Punkte. Neu wiegt nur 2 Kilogramm. Cool. Hier haben wir Amulette, Bracelets, Armreife, Ringe, Bracers, Armschutz, Marks und Kristalle. Wir können also jetzt immer zwei davon tragen. Das ist cool. Wagon, was macht das? Ich schaue mal bei Google nach, was Wagon heißt. Wagen, okay. Equip, remove, use, Gold. You have 100 gold pieces. How many do you wish to drop? Null! Okay, wir lassen das mal so. Magic Item. Info. Spellbook, Condition New, worth 50 Gold. Also das ist unser Zauberbuch. Es ist relativ neu, wiegt 50, ist 50 Gold wert und wiegt 0,75 Kilogramm. Okay. Wir haben keine Klamotten. Doch, hier. Ein kurzes Shirt. Das sieht eigentlich cool aus. Es ist neu, ist 5 Gold wert und wiegt ein halbes Kilogramm. Dann haben wir hier noch Hosen. Normale Hosen halt. Sind neu, 5 Gold wert, wiegen ein halbes Kilo. Mehr nicht. Und Ingredients haben wir nichts. Ja, das haben sie schon ein bisschen besser gemacht. Okay. Equipping Katana und... Okay. 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 Der Select jetzt leider ein bisschen. Finde ich ziemlich scheiße. Damit ruhen wir. Das ist unser Kompass. You are in Privateer's Hall. Es ist 13:43 Uhr. Turdas, der vierte vom Morgenstern in den Augen. In den Gesetzen von Daggerfall sind wir normaler Bürger. Wir sind gesund. Okay, was ist das hier? Interaction is now into mode. Interaction is now steel mode. Stehlmodus? Interaktion ist nun der Dialogmodus. Grab-Modus. Ah ja, cool. Das ist unser Spellbook. Wir haben Schock. Kostet 40 Mana. Damage, Health. Okay. Ich weiß nicht, was es macht. Löschen tun wir jedenfalls nicht. Slow Falling. Slow Fall. Beyond. Buoyancy. Kostet nur 6 Mana. Waterwalking. Ah ja. Okay. Naja. Sortieren können wir. Up, down. Okay. Den haben wir wieder nach oben. Okay. Das hier ist, glaube ich, unser Mana. Was ist das hier? Funktioniert nicht. Tutorial 3. To draw your weapon, click on the cross blades icon. Or just press A. There is a short delay after equipping weapon, so don't panic if it doesn't draw instantly. Take a few practice swings by holding down the right mouse button and moving the mouse around. This is how you fight the monsters. Hand moving your mouse is different directions in different directions makes the sword swing differently. Each type of swing affects your chances to hit the monster and how much damage you do. I give you a minute to practice swinging this sword. Click yes to continue, no to concentrate. Yes, okay. Das leckt jetzt leider ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es von Haus aus so leckt oder ob das an den Reflexen liegt.
Also von dem hier leckt es eigentlich nicht sehr viel. Was ist das hier? You cannot change transportation indoors. Okay, und das hier ist die Karte. Ah! Mache ich das wieder rückgängig? Okay, jetzt können wir uns auch bewegen. Wir können uns umsehen. Okay. Mache ich das wieder weg? Wieder her? Ah, gut. Okay, und das hier ist Rasten. Dann hätten wir eigentlich alles. Das hier ist Options. Save Game, Load Game, Exit Game, Sound, Music, Detail. Ich kann das nicht mehr höher machen. Schade. Music, Sound. Naja, Head Bobbing. Ah ja, Full Screen, Controls, Continue. Okay. Schwingen wir noch mal ein bisschen. Ah, hier, Tutorial 4. Down the hall and through. The door is a giant rat. Let's go kill it. When you get to the door, get the X-shaped cursor on it and press the left mouse button. The door will swing open. This is how you activate things, such as doors, levers, wheels, treasure piles, even people. If you are using the view-based interface, just get the door in the center of the screen and press the mouse button to open it. Hind, this door is a secret door. After you kill the rat, go back to it and click it. The door will shut. Not all secret doors are this easy to see.